Schönen guten Morgen, Österreich. Noch einmal heute am 12. November, der große Klimatag im ORF. Das bedeutet, das gesamte Programm von ORF 2 steht heute unter dem Titel Unser Klima, unsere Zukunft. Das bedeutet, sämtliche Sendungen von jetzt in der Früh bis spät in die Nacht widmen sich dem Thema Klima der Welt, Klimaschutz, Klimawandel in den unterschiedlichsten Zugängen und aus den unterschiedlichsten Aspekten. Wir werden Experten hören den gesamten Tag. Sie können mitdiskutieren, entweder unter debatte.orf.at. Wenn Sie Meinungen zu diesem Thema haben, dann schreiben Sie uns an gutenmorgen@orf.at, denn unser Klima geht uns alle an. So auch die 17-jährige Annika Dafert aus Salzburg. Einen schönen guten Morgen. Morgen. Annika, du warst vor 4 Wochen bei uns in Salzburg, damals bei Guten Morgen Österreich. Und wir haben geplaudert über deine, sagen wir, Mitinitiative Fridays for Future, die du in Salzburg gestartet hast. Wenn du das jetzt ein bisschen Revue passieren lässt, begonnen hat das mit Schulstreiks, jetzt ist es eigentlich eine globale Diskussion geworden. Läuft das so in die Richtung, in die ihr euch das so vorgestellt habt? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir, die Klimakrise wird immer stärker und deswegen werden auch immer mehr Leute sehen, wie stark sie ist und wie heftig das wird. Dass immer mehr Leute auch zu Fridays for Future kommen werden und wir sicher nicht weniger, sondern eher mehr werden in den nächsten Wochen und Monaten. Heute am großen Klimatag in ORF 2 oder auf ORF 2, da sollen möglichst viele Meinungen und Fragen auch mit Experten diskutiert werden. Welche Fragen oder vielleicht auch besser gefragt, welchen Appell hättest denn du dazu mit einzuwerfen und vor allem an wen? Die größte Frage, die ich mir jetzt eigentlich stelle die letzten Wochen, ist, warum Österreich es nicht schafft, einen gescheiten nationalen Energie- und Klimaplan zu machen. Das war jetzt also der Plan für die EU, das jedes Land machen muss. Mhm. Und Österreich hat jetzt schon im zweiten Anlauf versucht, einen Plan abzugeben. Und er ist noch immer nicht mit den EU-Zielen konform, die nicht einmal die Pariser Klimaziele einhalten würden. Und da frage ich mich dann schon, wie sollen wir irgendwas erreichen, wenn wir nicht einmal den Plan dazu haben? Das war eben in New York auch schon die Debatte, dass wir eigentlich noch immer keinen Plan haben. Jetzt haben sie es nochmal versucht, einen Plan abzugeben. Der ist noch schlechter als der letzte. Und dann fragt sich für mich, wie und warum geht das nicht, dass endlich ein gescheiter Plan kommt. Mhm. Apropos New York, du hast vor einigen Wochen Bundespräsident Alexander Van der Bellen begleitet zum Klimagipfel nach New York. Auch retrospektiv die Frage, zurückblickend, hat das was gebracht, diese Reise, in deinen Augen? Sie hat auf jeden Fall der Bewegung was gebracht, weil also wir haben halt natürlich jetzt super Kontakte durch die ganze Welt, also von Australien nach Kanada, überall und halt auch gute Kontakte zum Herrn Bundespräsidenten und die Erfahrung war einfach super. Ich meine, das kann man natürlich nicht bestreiten. Mhm. Was es jetzt konkret gebracht hat, weiß ich nicht. Ich würde gern sagen, es hat sich total viel gebracht, aber ich... Ja, kann man noch nicht vielleicht auch abschätzen, ja. Nach ein paar Wochen. Weil die Streiks, Fridays for Future, auch immer kritisch gesehen werden. Mhm. Würdest du sagen, jetzt, wo die Diskussion eigentlich läuft, braucht es die Streiks noch? Eindeutig, ja. Warum? Es sagen so viele Leute, ja, es ist irgendwie schon eine Routine geworden, dass jeden Freitag nicht in die Schule gegangen wird und so weiter. Dann würden wir jetzt aufhören, was wäre das dann für ein Zeichen? Wäre das dann so, ja, wir haben es jetzt aufgegeben oder wir machen das nicht mehr. Es ist immerhin immer noch ein Zeichen. Wir machen das auch sicher weiter, weil wir einfach die Message noch weiterbringen wollen, dass wir finden, dass es nicht wert ist, für eine Zukunft zu lernen, die wir nicht haben. Das Klima ist sicher ein Thema, das für Diskussionen sorgt, die du auch geführt hast in den letzten Wochen und Monaten und noch führen wirst, so wie sich das anhört. Erst einmal vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Danke. Annika Dafert. Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen dazu. ORF 2 ist heute Ihre Plattform für Ihre Meinungen. Schreiben Sie uns an gutenmorgen@orf.at. Wir reden den ganzen Tag über unser Klima. Schönen guten Morgen heute am Dienstag. Es ist der 12. November und das ist der große ORF-Klimatag. Das gesamte Programm von ORF 2 steht heute unter dem Titel Unser Klima, unsere Zukunft. Das bedeutet, sämtliche Sendungen von jetzt in der Früh bis spät in die Nacht kümmern sich um dieses Thema. Und das Wichtigste ist, dass auch Sie mitreden. Schauen Sie mal rein unter debatte.orf.at oder schreiben Sie uns direkt ins Studio von Guten Morgen Österreich an gutenmorgen@orf.at, wie Sie zum Thema Klimaschutz, Klimawandel stehen.
sehen, was Ihre Meinungen sind, vielleicht auch Fragen an unsere Experten. Die greifen wir jetzt auf und auch dann tagsüber. Schreiben Sie uns an gutenmorgen@orf.at. Denn, wie es so schön heißt, unser Klima geht uns alle an. So auch unseren nächsten Gast, die 17-jährige Annika Dafert aus Salzburg. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schülerin aus Salzburg und Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung in Salzburg. Man könnte sagen, aus ein paar streikenden Schülern und Schülerinnen ist jetzt eine globale Diskussion geworden. Ist das eine Richtung, die euch so passt, unter Anführungszeichen? Gefällt es euch, beziehungsweise war das auch das Ziel? Ja, auf jeden Fall. Also was wir jetzt schon geschafft haben, ist eindeutig die Diskussion irgendwie aufzuwecken, irgendwie das Thema in die Köpfe zu bringen, nicht nur von der Politik. Das heißt, die Streiks braucht es nicht mehr? Natürlich braucht es die Streiks. Die Streiks sind irgendwie unser Mittel, dass wir das schaffen. Aber auch, also nicht nur mehr die Streiks, wir haben sehr viel Organisationsarbeit, wir reden mit Vertretern von Politik, von der Wirtschaft und schauen einfach, dass wir alle zusammenbringen und gemeinsam darüber reden und wirklich dazu bringen, dass wirklich was gemacht wird. Wir sammeln heute im ORF den ganzen Tag nicht nur Fragen zu dem Thema, sondern auch Meinungen, Statements, Appelle an Experten oder wen auch immer. Was wäre denn da dein Appell und vor allem an wen soll da gehen? Ja, eindeutig mal an die österreichische Politik, wirklich gescheite Pläne zu machen, endlich einen gescheiten, sinnvollen NEKP, also einen nationalen Energie- und Klimaplan für die EU zu machen, der auch mit den Pariser Klimazielen übereinstimmt, dass wir wirklich unter 1,5 Grad bleiben können. Und natürlich an die Bevölkerung, sich zu informieren, selbst zu schauen, was man macht, irgendwie sich bewusst zu sein und trotzdem sich von keinem ein schlechtes Gewissen machen zu lassen für Sachen, für die man nichts kann und wirklich Druck geben auf die Politik, dass endlich was Gescheites passiert. Mhm. Wir reden heute auch darüber, was jeder Einzelne und jede Einzelne tun kann. Mhm. Was sind so deine Dinge, die du für den Klimaschutz einbringst? Außer, dass du quasi jeden Freitag auf die Straße gehst dafür? Also die Freitagsstreiks sind ein großer, großer Teil, weil ich finde immer diese Abwälzung auf die Zivilbevölkerung, so ja, ihr müsst was machen und wir können nichts machen, wir machen nur, was ihr macht sozusagen und ihr braucht die Initiative, finde ich sehr sinnlos und einfach unfair, weil es gibt Sachen, die können wir auch nicht beeinflussen. Natürlich, jeder kann sein Konsumverhalten so zurückschrauben, dass er sagt, ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche, ich schaue, dass ich regional, saisonal einkaufe und ja, also eben selbst sich bewusst sein, was man so macht, aber trotzdem auf keinen Fall irgendwie sich fertig machen lassen für Sachen, für die man einfach nichts kann. Mhm. Ein Thema, das sicher für Diskussionen sorgt, diese Diskussion führen wir heute. Da gibt es unterschiedlichste Sichtweisen. Wir wollen auch einmal erfragen, wie denn unsere Gäste draußen vom Studio so über dieses Thema denken, Nadja. Unser Klima geht uns alle an. Und so ist es auch mit unserem nächsten Gast, Annika Dafert, 17 Jahre alt. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schülerin aus Salzburg und Mitinitiatorin der Fridays for Future-Bewegung in Salzburg. Auch Begleitung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Delegation zum Klimagipfel in New York. Du hast uns da auch ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt in der Retrospektive, also ein bisschen zurückblickend, hat diese Reise zum Klimagipfel was gebracht für dich? Für mich auf jeden Fall. Also es war eine tolle Erfahrung, unglaublich einfach. Und auf jeden Fall für Kontakte, für die Medienauftritte natürlich. Also es hat für die Bewegung eindeutig was gebracht. Was es genau für die Klimapolitik gebracht hat, bin ich noch nicht sicher. Ich würde gerne noch mehr sehen. Aber das wird sich noch herausstellen. Mhm. Und wir würden heute am großen Klimatag im ORF gerne mehr hören, vor allem an Meinungen, Fragen dazu auch. Viele E-Mails sind schon gekommen an gutenmorgen@orf.at. Wenn du ein E-Mail schreiben wollen würdest oder uns schreiben würdest, was würde denn da ungefähr drinnen stehen? Und an wen wäre es gerichtet? Also wird eindeutig ein Appell an die österreichische Politik sein, dass endlich ein gescheiter nationaler Energie- und Klimaplan erstellt werden sollte, der wirklich mit den Pariser Klimazielen konform ist, dass wir in Österreich auch unseren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und auch ein Appell an die Bürgerinnen und Bürger von Österreich, wirklich hinzuschauen, was die Politik so macht, selber nachzudenken, was es braucht von einem selber für effektiven Klimaschutz. Und genau, einfach aufstehen für unsere Zukunft. Und, ja. Warum ist dir persönlich das Thema so wichtig? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem nicht wichtig ist. Es geht immerhin um unseren Planeten, um das Leben der Menschheit auf der Erde. Und auch wenn wir jetzt nicht direkt so betroffen sind von den Auswirkungen der Klimakrise, jetzt zumindest noch nicht,
gibt es Menschen, deren Existenz wirklich schon bedroht ist? Und wenn man da mal hingeschaut hat, dann vergisst man das einfach nicht mehr. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es mir nicht mehr wichtig sein könnte, weil es einfach so schon so allgegenwärtig ist für mich. Du hast in New York und auch schon davor Greta Thunberg getroffen und kennengelernt. Nicht nur ihr, generell der Klimabewegung und Anführungszeichen. Da gibt es nicht nur Unterstützung, gibt es auch Kritik. Das geht teilweise bis zu Hasspostings auf sozialen Netzwerken. Wie geht ihr, wie geht sie, wie geht ihr damit um? Ja, also wir versuchen nicht per se richtig darauf zu reagieren, keine Bühne zu geben wirklich, sondern schauen, dass wir das sozusagen auf der Metaebene irgendwie regeln, dass wir die Leute mehr aufklären. Weil das meiste, warum solche Hasspostings entstehen, sind Angst und Unwissenheit. Und wenn wir den Leuten erklären, was wir wirklich machen und wofür wir das machen, dann verstehen sie das dann normalerweise auch und sagen sie, hey, das ist eigentlich ziemlich cool, was ihr da macht und sollte unterstützt werden. Deswegen einfach mit den Leuten reden, die das schreiben im Internet. Das ist natürlich nicht so einfach. Auf den Demos kann man zu den Leuten hingehen und sagen, warum meinst du das so? Was ist deine Meinung zu uns? Und einfach mal drüber reden und schauen, ob man die Leute nicht irgendwie umstimmen kann oder zumindest erklären kann, warum uns das wichtig ist und warum wir finden, dass es eigentlich jedem wichtig sein sollte. Wenn Sie Meinungen oder auch Fragen, Anmerkungen zu dem, was Annika Dafert gesagt hat, haben, dann schreiben Sie uns an gutenmorgen@orf.at. Annika, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast bist. Gerne. All das heute bei uns in unserem großen ORF-Klimatag am 12. November. Heute bei uns zu Gast viele Gäste, die sich nicht nur seit Tagen, sondern vielleicht schon seit Jahren Gedanken machen um das Weltklima. Eine davon ist Annika Dafert, 17 Jahre jung, aus Salzburg. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mitinitiatorin der Fridays for Future Bewegung in Salzburg. Wenn man sich das anschaut, aus ein paar streikenden Schülern und Schülerinnen ist jetzt eine globale Diskussion geworden und entfacht worden. Geht das alles in die Richtung, die ihr euch vorgestellt habt? Ja, zumindest teilweise. Also wir haben das Thema einfach in die Köpfe gebracht. Wir haben die Klimakrise in die Diskussion in der internationalen Politik mitgenommen. Dass wir noch auf konkrete Aktionen warten, ist klar, dass wir noch wirklich die Umsetzung von unseren Forderungen erwarten. Aber bis jetzt können wir sagen, es ist schon mal ein Erfolg, dass wir einfach das Thema so aktuell gemacht haben und einfach zu einem alltäglichen Thema, worüber sich jetzt fast jeder Gedanken macht. Das ist deine Ansicht, das ist eine Seite. Jetzt gibt es nicht nur in Österreich, sondern weltweit, das merken wir auch an unseren E-Mails, die von Zuschauern kommen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die uns sagen, mich interessiert das schon gar nicht mehr, mich nervt dieses Thema Klimaschutz und Klimawandel. Was geht mich an, was Generationen in 500, 600 Jahren dann vielleicht erleben müssen? Ich sehe da keine Verantwortung. Und was, das ist auch in vielen E-Mails gekommen, was sollen wir in Österreich daran ändern, wenn große Staaten nicht mitmachen und wenn nicht die Industrie dazu gezwungen wird? Was sagst du solchen Menschen? Das ist schwierig. Natürlich ist es rein moralisch, natürlich geht uns das was an, was wir mit der Erde heute machen, weil es unsere Kinder, Kindeskinder beeinflusst. Ich finde, da kann keiner sagen, nein, mich lässt das völlig kalt, weil wer wirklich drüber nachdenkt, was den Generationen nach uns bevorsteht, kann nichts sagen, das geht mich nichts an. Das verstehe ich nicht wirklich. Und ja, also wer sich auch wirklich über die Klimakrise informiert und sieht, was eigentlich wirklich passiert und nicht immer nur das Blabla von irgendwelchen fanatischen Umweltschützern hört, sondern wirklich wissenschaftliche Fakten, der wird auch sagen, okay, das Thema ist wirklich brisant, das ist ein Thema, das uns alle was angeht, das ist, ja, da muss man eigentlich was machen. Und Österreich hat einen unglaublich großen historischen CO2-Fußabdruck. Wir haben in unserer Geschichte viel mehr CO2 ausgestoßen wie heutige Industriestaaten. Von dem her müssten wir eigentlich noch viel früher auf Netto Null kommen, einfach um diesen historischen Fußabdruck zu vermindern. Wir wollen ja heute den Zuschauern und Zuschauerinnen von ORF2 auch die Möglichkeit geben, Fragen zu schicken, Meinungen zu schicken. Da ist eine Frage zum Beispiel direkt an dich gerichtet gewesen, und zwar ist es von Anna-Maria Gehmeier aus Gschwand bei Gmunden in Oberösterreich. Die schreibt, bitte stellen Sie den Klimaaktivistinnen die Frage, was machen Sie denn selber persönlich gegen den Klimawandel? Diese Frage möchte ich gleich an dich weiter richten und stellen.
Also generell ist das Thema Klimaschutz in meiner Familie immer schon ein Thema gewesen. Mhm. Wir versuchen so nachhaltig, wie es uns möglich ist, zu leben. Wir haben ein Passivhaus, strohgedämmt aus Holz. Wir fahren so wenig, wie es geht, wie es halt im Land möglich ist, mit dem Auto. Wir fahren so viel, wie es geht, mit den Öffis. Wir kaufen fast nur saisonal, bio und regional ein. Wir sind Stammkunden bei unserem Biomarkt in Radstadt. Also wir versuchen wirklich, dass wir selbst so gut wie möglich leben. Doch ich finde generell diese Debatte über das Persönliche und immer das Schuldabschieben auf die Konsumenten ist einfach nicht, also bringt einfach gar keinem etwas. Weil nur immer, also wenn die Politik und die Wirtschaft jetzt immer nur sagt, okay, der Konsument muss das machen, die Bevölkerung muss das ändern, wird sich nie nachhaltig was ändern, weil die Bevölkerung von sich aus nicht einfach sagt, okay, wir stellen uns jetzt um, generell. Und immer nur Schuld machen und irgendwie das Leuten ein schlechtes Gewissen machen, weil sie Fleisch essen oder so, ist einfach nur sinnlos und unfair irgendwo. Weil es gibt Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, welches Fleisch jetzt aus Südamerika eingeschifft wird. Mhm. Und wenn es da liegt, ist es dann besser, es vergammeln zu lassen oder es zu essen. Ich meine, da muss man halt dann irgendwie mit seinem Gewissen zurechtkommen. Aber es gibt Sachen, die können wir nicht steuern. Die müssten von der Politik gesteuert werden. Und ich kann nicht CO2-neutral leben, weil es einfach noch nicht geht. Mhm. Gleich bei uns auch zu Gast ist die Sprecherin des Klimaschutzvolksbegehrens in Österreich. Werden wir dann gemeinsam in einer Dreierrunde versuchen, einige E-Mails auch zu beantworten. Für den Moment vielen Dank. Dankeschön. Währenddessen Platz genommen hat Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, die auch schon seit den frühen Morgenstunden heute bei uns zu Gast ist. Noch einmal guten Morgen und willkommen. Danke, guten Morgen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gerade auf die Frage nach seinem Fleischkonsum gemeint, ja, hin und wieder, aber nicht zu oft. Bringt das was, wenn jeder so handelt wie der Bundespräsident und hin und wieder auf Schnitzel verzichtet? Ich glaube, es bringt an sich was einfach... bewusst sich zu machen, was wir essen und wo es herkommt, das, was wir essen. Also wollen wir argentinisches Rindfleisch oder wollen wir das regionale? Aber ich glaube, es ist auch wichtig festzustellen, dass es viel größere Hebel gibt. Weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel eben landwirtschaftliche Produkte anschauen und schauen, dass die Tomaten, die regional sind, teurer sind als die, die aus Chile hergeflogen werden, dann ist irgendwas falsch. Und dann kann man auch nicht immer nur den moralischen Zeigefinger heben und sagen, du musst jetzt regional kaufen oder du musst Bio kaufen, weil im besten Fall macht die Politik die Hebel so, dass die Produkte, die klimafreundlich sind, auch die leistbarsten sind, damit sich's alle leisten können. Mhm. Ein E-Mail von Peter Völker ist gekommen aus Tirol, schreibt er uns. Liebe Grüße an guten Morgen, @of.at. Bei ihm geht es um das Thema Flächenverbrauch, also Versiegelung von Bodenflächen, die er kritisiert. Ich glaube, da ist Österreich Weltmeister. Wie kann es da an Lösungen gehen, wenn auf der einen Seite doch die Wirtschaft gefördert werden soll, Tourismus auch, vielleicht da viel verbaut wird, auf der anderen Seite, dass auch irgendwie Wege verbaut, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich glaube, da müssen wir uns einfach überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben, weil viel der Versiegelung passiert zum Beispiel außerhalb von Städten, jetzt in großen Einkaufszentren und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite unsere Ortskerne sterben. Also wie können wir eben gerade im Punkto Tourismus nicht wieder die Ortskerne beleben, regionalere Geschäfte, regionalere Landwirtschaft fördern, um da nicht zu versiegeln? Und auf der anderen Seite auch, wie bauen wir unsere Infrastruktur aus? Ich war jetzt in Zell am See. Wenn man da mit dem Radl teilweise fahren muss, zwängt man sich zwischen die Autos im Kreisverkehr, weiß nicht, wo man genau fahren muss und so weiter und so fort. Da geht es einfach auch darum, wie leben wir im Binnenverkehr, wie viele Straßen brauchen wir eigentlich wirklich und so weiter. Und ich glaube, da ist das sicher ein großer Punkt, an dem wir ansetzen müssen, weil wir sind Weltmeister im Flächenversiegeln. Weil wir jetzt auch das Thema Verkehr ein bisschen besprochen hatten oder du das Stichwort geliefert hast, kommt auch immer wieder als Hinweis von vielen, die uns schreiben, und auch du hast gerade gesprochen, ihr wohnt in Bongau, glaube ich, doch eine Dreiviertelstunde von der Stadt Salzburg entfernt, aufs Auto zu verzichten. Was ist jetzt mit jenen Menschen, die sagen, ich wohne am Land, bei mir gibt es keine gute Anbindung, das wird auch noch dauern, ich kann nicht aufs Auto verzichten, bitte schimpft nicht die ganze Zeit auf die Autofahrer. Was sagt ihr denen? Ja, eben. Es geht bei uns nicht wirklich, dass man nur rein mit den Öffis fährt. Vor allem, also ich bin eh noch gut dran, ich wohne in Radstadt, da bleibt der IC und der EC stehen. Von daher habe ich alle 2 Stunden zumindest einen Zug Richtung Salzburg. Aber wer 2 Orte weiter wohnt, wo nicht einmal ein Bahnhof ist,
der fragt sich auch, ja, ich würde ja eh gern, aber wie nur? Das heißt, da braucht es einen Ausbau öffentlichen Verkehrs. Das ist das beste Beispiel hier anzusetzen, weil natürlich kann man alles machen, was in meiner individuellen Verantwortung liegt, was möglich ist. Und das, was unmöglich ist, das müssen wir fordern von der Politik. Möglich und machen. Deswegen sitzen wir als Fridays for Future und Klimavolksbegehren da, weil wir genau das einfordern. Mhm. Wie groß ist denn die Rolle des Verkehrs am gesamten Klimawandel unter Anführungszeichen? Da gibt es ja Statistiken von bis, die einen sagen, na gut, wenn wir den gesamten Verkehr, Schiffe, Flugzeuge, Autos zusammennehmen, das sind bei weitem noch nicht die größten Probleme, das ist nämlich die Industrie. Wie schaut es da wirklich aus? Die Industrie ist ein sehr großer Teil, aber eben gerade wenn wir die internationalen Handelsbeziehungen und da die Transporte mit einbeziehen, ist das ein sehr, sehr großer Teil vom Kuchen. Und in Österreich zum Beispiel ein Drittel macht der Verkehr aus. Da kann man sehr viele Hebel in die Hand nehmen. Auch europaweit zum Beispiel muss es jetzt endlich mal möglich sein, in alle großen Landeshauptstädte mit dem Zug zu fahren, anstatt mit dem Flugzeug, was billiger ist meistens. Und da braucht es einfach Lenkungsmaßnahmen von der Politik. Mhm. Ein E-Mail, das aktuell reingekommen ist aus Grillenberg vom Herrn Siedler. Ich kann es schon nicht mehr hören, wenn ihr den Menschen versucht, ein schlechtes Gewissen einzureden. Seid ihr blind, fahrt auf die Autobahn. 1 bis 2 Spuren sind vom Lkw-Verkehr durchgehend belegt. Was sollen wir hier, wieder das ähnliche Thema, hier in Mitteleuropa richten? Wir sind doch so klein, wenn die USA und China nicht wollen, dann wird es nicht gehen ohne die großen Player. Also wirklich auch wieder da die gleiche Frage, die ich noch einmal wiederholen möchte, weil es anscheinend viele betrifft. Was bringt es, wenn wir kleinen Österreich unter Anführungszeichen hier nachschieben und diese 0,2% CO2-Ausstoß vielleicht ändern, wenn die anderen 99,8% sich nicht ändern? Ja, also ich finde, da stellt sich für mich immer die Frage, wer kauft denn die Produkte aus China? Wer kauft die Produkte aus den USA? Und das sind immer noch wir. Und deswegen steuern wir mit unserem Verhalten auch irgendwo die ganze Welt mit. Also irgendwo sind wir mit Schuld an allem, was in der Welt so passiert, durch die Globalisierung. Und wenn wir in Österreich Vorreiter werden und den anderen Ländern zeigen, hey Leute, so geht das und es funktioniert, dann denke ich, dass wir da super drauf sind. Annika, Katharina, vielen Dank für euren Besuch heute am Klimatag in ORF 2. Dankeschön. Dankeschön. Okay.